Ja. So, da wir nach wie vor noch unter Quarantäne sind, habe ich mich entschlossen, heute auch ein Video aus dem Freien zu machen. Das ist ja bei mir nicht so ganz so simpel. Aber man sieht das hier. Also ich sitze hier auf meinem Fensterbrett und da so vor mir, also für alle, die nicht ganz genau wissen, wo ich wohne, da vorne, da ist dann die U-Bahn-Station. Also ich sitze quasi hier im Freien und beobachte so die Leute, wie sie in den Bus einsteigen und vorbeigehen. Eine sehr amüsante Gelegenheit, die Leute zu beobachten und trotzdem mindestens 2 Meter entfernt zu bleiben. Denn bei meinem Fenster geht es da auch ein bisschen hinunter. Also keine Sorge, kein direkter Kontakt. Und ich habe mir überlegt, wenn wir schon daheim hocken alle und uns vielleicht zu Hause auch manchmal ein bisschen auf die Nerven gehen, dann nerven wir euch jetzt mit einem Live-Video. Und ja, heute ist ein wunderschöner Tag. Ich habe viel Zeit zu Hause verbracht. Ich habe eine lange Wanderung gemacht, von meinem Schreibtisch über die Küche bis ins Bad und WC. Wieder zurück. Am Weg zurück habe ich in der Küche dann noch eine Pause gemacht, weil es war schon relativ anstrengend. Ja, also, ja, aber so vergeht auch die Zeit. Und zum Glück habe ich mich recht viel mit mir und meinem Business beschäftigt. Da wird jetzt umgestrickt. Wieder einmal. Auch sehr lustig. Und ja, so vergeht Zeit. Jetzt würde mich mal interessieren, kannst du mal da reinposten, darunter schreiben, wie auch immer. Hallo Thorsten, grüß dich. Einen schönen guten Abend, ja. Könnt ihr mal da reinposten, wie ihr so euren Tag verbracht habt? Wart ihr vielleicht doch draußen spazieren mit der Familie? Habt ihr euch in der Wohnung eingesperrt oder seid vielleicht schon irgendwie Netflix oder Amazon Prime Serien-Junkies geworden und habt jegliche Relation zu Raum und Zeit verlassen? Macht ihr Homeoffice oder heute hoffentlich nicht oder genießt ihr es draußen? Habt ihr einen Garten? Schreibt es doch einfach rein, tauscht sich aus, würde mich total freuen. Und wie gesagt, ich werde jetzt da weiter noch die Leute beobachten. Ist lustig, ich kann da so von oben auf alle runterschauen. Und habe halt auch immer wieder den Bus starten, das macht dann auch nichts. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Und will es eines auf dem Weg mitgeben. Ja? Energie folgt dem Fokus. Dort, wo ihr euren Fokus hingebt, dort wird es hinlaufen. Und wenn ihr die Zeit locker flockig verwendet dafür, dass ihr euch vorbereitet auf das, was nachher kommt, oder zumindest überlegt, was wollt ihr in Zukunft wirklich tun? Oder was lernst, dann seid ihr gut am Weg. Ja, Thorsten, es freut mich super, du hast gechillt, das klingt hervorragend. Ja. Und du bist ja einer der unter Anführungszeichen Helden, ja, gell, mit dem Zug unterwegs. Als Zugbegleiter finde ich großartig, aber ich weiß, du machst das mit Herz und Seele und gerne. Und ich freue mich total auch für dich. Ja, jetzt hat es so einen Buswechsel gegeben. Da sieht man jetzt der eine Bus, der vorher hinten gestanden ist, jetzt nach vorne gefahren. Also sehr spannend, ungefähr im 10-Minuten-Takt passiert das. Da unten laufen wirklich auch regelmäßig Leute vorbei. Ist ganz witzig. Ja, da sieht man eben so, bin da auch relativ nahe am Eck vorne eine türkische Bäckerei, die hat sonntags auch offen. Da habe ich heute früh schon geglaubt, wir werden alle den Hungertod sterben, so viele Leute wieder angestanden sind. Aber es hat sich mittlerweile gebessert. Ja, Sonntag ist halt ein bisschen Fahrt, sonst hätte ich da gegenüber, da wo diese große Fläche ist, man sieht das da noch ein bisschen, da steht ein Bagger. Da haben sie jetzt die letzten Tage vor Ostern noch brav Abriss gemacht. Das heißt, ich habe da hat immer recht gut unterhalten. Ich habe jetzt auch meinen Schreibtisch so weit abgeräumt, dass ich bis zum Fenster vorkomme und mich da aufs Fenstersims setzen kann. Finde ich ganz lustig und witzig. Und
probiert doch auch zu Hause mal was Neues aus. Postet vielleicht einmal was Neues, was anderes. Vielleicht hat ja jemand sein Bad geputzt und will das saubere Bad mal zeigen. Oder irgendwer hat besonders viel Wäsche gewaschen. Das wäre doch auch mal ein Fotomotiv. Ja, sonst hoffe ich, es geht dir gut. Es geht euch gut, wenn ihr zu Hause seid. Genießt das, wenn ihr mehrere seid. Bin ja da mehr oder weniger unter Anführungszeichen in Single-Isolation. Da ich zwar in einer Wohngemeinschaft wohne zu zweit, aber meine Mitbewohnerin prinzipiell sehr verschlossen ist, hinter sich sogar die Zimmertüre zusperrt und versucht mir aus dem Weg zu gehen. Also, aber macht nichts. Ich weiß, mich beschäftigen und denke, das wird jetzt mein neuer Sport hier. Das ist witzig. Das Einzige, da muss ich aber der Sumaya jetzt recht geben, sagen, ich glaube, Fenster putzen werde ich jetzt doch einmal. Obwohl ich an der Straße wohne, aber jetzt, wo weniger Auto fahren, zahlt sich das wahrscheinlich auch aus. So, jetzt habe ich eure Zeit sehr artgerecht verschwendet. Nein, ich habe euch hoffentlich ein bisschen unterhalten können. Lasst mir ein paar Likes da, ein paar Herzchen, ein paar Daumen rauf. Teilt das Ganze gerne. Vielleicht haben wir andere auch noch lustige Ideen, was sie so machen können oder machen wollen. Ich wünsche euch eine hervorragende Zeit zu Hause. Genießt sie. Warnung vor dem Kühlschrank. Der könnte jetzt öfters zuschlagen, als recht ist. Und man könnte mit etwas mehr Kilo aus der Quarantäne oder dem Zuhausebleiben herausgehen, als man hineingegangen ist. Also, in dem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, Namaste, viel Freude, viel Spaß und auf bald, grüß euch!